Essenslieferung. Nur das gute Zeug. Nicht wahr? Wieso muss ich an diese Scheißorte kommen? Du kriegst die Kohle, ich krieg das Fressen. Sehr egoist. Ich fahre einen Trabi. Und der hat noch nicht mal Gangschaltung oder eine ordentliche Bremse. Sie wollen also richtig frech werden hier, ja? Setzen. Okay, Sie wollten ja jetzt hier gerade die ganz Schlaue sein, ja? Aber was haben Sie zu bieten? Salami? Zwiebeln? Tomaten? Wollen Sie mir hier auf den Sack gehen, oder was? Man erkennt, dass Sie Essen ausliefern. Ich rieche Mayo. Und Ketchup. Und das alles nur anhand ihrer Klamotten. Sie sind ein arrogantes Miststück. Ja. Geh mal duschen. Sehen Sie, dieser Geruch ist eine Vergewaltigung meiner Sinne. Also damals, als ich noch Drogen vertickt habe, war das ganz normal mit diesem Geruch. Mann, Sie sind eine richtige Labertasche. Ich glaube, Sie wollen mich umbringen mit diesem Gequatsche. Und noch bevor ich mein Essen bekommen habe. Das ist unhöflich. Und jetzt geht Ihnen der Arsch auf Grundeis. Flittchen. Arschloch, Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. Ja. Kommen wir zum Geschäftlichen. Was haben Sie diesmal für mich Schönes mitgebracht? Eis, was schon Pudding ist. Trockenes Brot, mit dem man Zwiebelsterne zerschlagen kann. Zwiebeln. Die noch weiß sind. Das ist das Allerschlimmste. Tomaten, die grün sind. Was Sie hier sagen, waren alles traurige Einzelfälle gewesen. Das ist nicht unsere Firmenpolitik. Und die astronomischen Rechnungen, die Sie mir stellen, das schlägt dem fast den Boden aus. Der Anfangsweg. Ich fahre ein Trabi. Das dürfen Sie nicht vergessen. Was? Das Auto ist scheiße. Na schön, ich will die Liste sehen. Also wenn ich das hier so sehe, dreht sich mir der Magen um 180 Grad. Diese Liste ist eine kulinarische Meisterleistung. Jetzt verstehe ich allmählich. Sie wollen mich quälen mit diesem Essen. Aber ich habe keine Lust mehr auf Fleisch, was in Wirklichkeit Katzenfutter ist. Würde die ganze Welt von Ihnen mit Essen beliefert werden, hätten wir eine Plage biblischen Ausmaßes. Die gesamte Welt würde zugrunde gehen und Sie würden sich eine goldene Nase verdienen. Sämtliche Toiletten wären verstopft. Arzthäuser überlaufen. Aber das wäre Ihnen völlig egal, denn Sie haben mit den normalen Menschen nichts gemein. Denn Sie müssen nicht essen oder trinken, wie jeder normale Mensch. Denn Sie sind ein Roboter. Also lehnen Sie ab? Sie möchten also nichts von der Liste haben? Ich bin extra diesen weiten Weg gefahren. Was außerdem auch zeitaufwendig war. Aber das ist Ihnen ja egal, Sie Miststück. Ficken Sie sich ins Knie. Mit dem größten Vergnügen lehne ich Ihre Scheiße ab, weil ich sonst wieder einen flotten Otto bekomme und auf Klo ist es so kalt. Also damals, als ich noch Drogen vertickt habe, war das ganz normal mit diesem Geruch. Arschloch! Habe ich das letztens anders gesprochen? Arschloch! Sie sind wohl nicht... Ja, genau so. Zu einer besoffenen Stimme irgendwie.
Was? Was haben Sie mir... sind? Gurken, die braun sind. Was Sie hier sagen, sind alles nur tragische Einzelfälle. Ja, nochmal. Was Sie hier sagen, waren alles nur traurige Einzelfälle. Ja, was? Nochmal. Was Sie hier sagen, waren alles traurige... waren... Ich muss ich nochmal einsprechen. Das war jetzt nicht so gut. Ja, nochmal. Das Auto ist scheiße. Der Antrags...